Sehr geehrter Herr Tagungspräsident, sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, liebe Delegierte, Gäste, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde. Herzlich willkommen im Ruhrgebiet, herzlich willkommen zum 29. Bundesparteitag der CDU Deutschlands in meiner Heimatstadt Essen. Ich überbringe Ihnen als Oberbürgermeister die herzlichen Grüße. Sie sind in Essen, die neuntgrößte Stadt in Deutschland. Wir sind die Konzern-, Messe-, Wissenschafts-, Gesundheits- und Energiestadt der Region. Der letzte Bundesparteitag hier bei uns in Essen liegt 16 Jahre zurück. Übrigens im gleichen Jahr, im Jahr 2000, wurde auch diese Krugerhalle dann unter Denkmalschutz gestellt. Es besteht allerdings kein Zusammenhang zwischen dem Parteitag und der Unterdenkmalschutzstellung. Aber, meine Damen und Herren, seitdem ist viel passiert. 2010 durften wir uns Kulturhauptstadt nennen und im Jahr 2017 dürfen wir mit Stolz den Titel tragen, grüne Hauptstadt Europas. Und ich lade Sie ein, machen Sie sich selbst ein Bild von der grünen Hauptstadt Europas 2017, Film ab. Manche verstehen gar nicht, dass Essen oder Kanab oder Kadamberg, ne, dass es so grün ist. Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, Sie befinden sich in der drittgrünsten Stadt Deutschlands, in der grünsten Stadt Nordrhein-Westfalens. Und die erfolgreiche Transformationsgeschichte einer einzigen Kohle- und Stahlstadt zu einer grünen Stadt ist Vorbild für viele Städte im Strukturwandel in unserer Region, in Deutschland und in ganz Europa. Das frühere Grau der Montanindustrie ist einer modernen Skyline mit viel Grün und Blau gewichen. Bäume, Parks, neue Bäche, Seen sind aber nicht der einzige Grund, warum wir im kommenden Jahr grüne Hauptstadt Europas sind. Mit dem Titel zeichnet die Europäische Kommission eine europäische Stadt aus, die nachweislich hohe Umweltstandards erreicht hat und fortlaufend ehrgeizige Ziele für eine nachhaltige Stadtentwicklung verfolgt. Das ist vor allen Dingen ein Verdienst der Bürgerinnen und Bürger in dieser Region selbst, die die Ärmel hochkrempeln und ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. Die Emscher Genossenschaft arbeitet mit Hochdruck an einem der größten Infrastrukturprojekte Europas. Bis 2020 soll der Umbau der Emscher und der Berne von einem einstigen offenen Abwassersystem zu renaturierten Gewässern erfolgen und erlebbar werden. Nach 40 Jahren können wir im Essener Süden den Ballendeisee wieder zum Schwimmen freigeben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, noch mancher Gast, der vielleicht ein ganz anderes Bild von Essen im Kopf hat, von rauchenden Schlöten und riesigen Förderturmen, kann heute ein neues Essen sehen. Eine Stadt, die stolz darauf ist, was sie erreicht hat, durch eine starke Wirtschaft, durch Innovation, hochkarätige Bildung und Forschung, nachhaltige Stadtentwicklung und vor allen Dingen durch eine Mentalität der Menschen hier, die ins Gelingen verliebt ist und nicht ins Scheitern. Kohle und Stahl
haben diese Region zu einer Größe verholfen. Und ich sage das auch dazu, dass ohne Zuwanderung, gerade in diese Region, auch in meiner Heimatstadt Essen, könnte heute gar kein Oberbürgermeister hier stehen, sondern maximal ein Dorfvorsteher. Aber umso wichtiger ist eben auch zu wissen, dass Zuwanderung auf der einen Seite auch klare Regeln und Hausordnungen braucht. Denn ohne Integration könnten wir den Zusammenhalt in unserer Stadt nicht stemmen. Im Vergleich der 10 größten Städte Deutschlands ist Essen der Standort mit dem zweitstärksten wirtschaftlichen Entwicklung. Mittlerweile haben 8 von 100 umsatzstärksten deutschen Unternehmen hier ihren Sitz und nur noch ThyssenKrupp ist quasi im alten Kerngeschäft des Ruhrgebiets tätig. E.ON und RWE, auch mit der neuen Tochtergesellschaft Innogy, sind die Energieversorger. Aldi Nord ist einer der größten deutschen Discounter. Deichmann ist Marktführer im deutschen und europäischen Schuhhandel. Evonik, Brenntag kommen aus der Chemiebranche. Schenker ist ein Logistikunternehmen, hochtief erwirtschaftet seinen Umsatz mit dem Bau von Häusern und Straßen. Nur Hamburg hat in Deutschland nach Umsatz bemessen mehr Großkonzerne als Essen. Wir sind darüber hinaus der medizinische Versorger Nummer 1 an der Ruhr. 45.000 Beschäftigte arbeiten mittlerweile im Gesundheitssystem. Das ist der größte Arbeitgeber. Sie befinden sich hier in unserer Messe Essen. 50 verschiedene Ausstellungen, 10 internationale Leitmessen. Ein echter Schwergewicht in der Messelandschaft ist unsere Messe Essen. Jährlich kommen 1,4 Millionen Gäste aus über 150 Nationen in diese Messehallen. Und Sie haben es gesehen, der Umbau ist im vollen Gange. Die neue Messe wird komplett eingeschossige Hallenstruktur haben, modernste Technik und zeitgemäßes Design. Den Umbau sehen Sie direkt vor der Grugerhalle. Ein weiteres Aushängeschild unserer Stadt ist die Universität Duisburg-Essen. Die Universität mit ihren 40.000 Studierenden hat in diesem Jahr im Times Higher Education Ranking der weltbesten jungen Universitäten einen rekordverdächtigen Sprung um 42 Plätze nach vorne gemacht. Aktuell liegt unsere Universität mit einem ausgezeichneten 17. Platz, wohlgemerkt weltweit. Meine Damen und Herren, Essen hat eine lange, bewegte Geschichte. Viele wissen das vielleicht gar nicht. Essen ist älter als Berlin, älter als Dresden, älter als München. Denn nicht nur der Dom in unserer Innenstadt ist aus dem 9. Jahrhundert, auch die Abtei in Essen werden. Dort, wo heute in einer Stadt der Oberbürgermeister regiert, wurden fast 1000 Jahre Essen von adligen Damen des Frauenstiftes regiert. Frauen haben traditionell in Essen das Sagen. Das kann auf Bundesebene noch lange so weitergehen. Mit der Industrialisierung überschritt dann die Einwohnerzahl vor 120 Jahren erstmalig die Größe von 100.000 Bürgerinnen und Bürgern. Kohle und Stahl machten Essen zur größten Montanstadt des europäischen Kontinents. Über 150 Jahre prägten Schornsteine, Förder und Kühltürme das Stadtbild. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts wuchs das Betriebsgelände der Firma Krupp zeitweise um das Zehnfache des Essener Stadtgebietes. Der Zweite Weltkrieg, das Zechensterben seit den 50er Jahren, veränderte das Gesicht unserer Stadt. Und die Verantwortlichen waren gezwungen, neue Wege zu gehen. Die neuen Wege kann man eindrucksvoll an unserem Welterbe Zollverein ablesen. Die 4 Stornsteine der ehemaligen Kokerei erkennt man schon von Weitem. Der Doppelbock von Schacht 12 ist das Wahrzeichen dieser Region. Dort, wo einst Hitze wie tausenden Tonnen Koks produziert wurde, ist heute ein Ort von Design, Kultur, Wissenschaft und hohem Freizeitwert. Meine Damen und Herren, die Menschen hier in dieser Region haben ein großes Herz. Gelegentlich auch eine große Klappe. Wir wollen unsere Stadt zeigen, so wie sie ist. Modern, international, ungeschminkt, leistungsstark. Das ist ein Ergebnis konsequenter und gemeinsamer Anstrengung. Deshalb bin ich stolz auf das, was wir hier in dieser Stadt, in dieser Region erreicht haben. Stolz bin ich als Oberbürgermeister, aber ich sage Ihnen das auch demütig. Weil meine Heimatstadt Essen hat auch eine andere Seite. Wir leiden unter dem hohen Anteil von Menschen in Langzeitarbeitslosigkeit. Mehr als die Hälfte aller arbeitslosen Essenerinnen und Essener sind langzeitarbeitslos. Besonders besorgniserregend ist die hohe Zahl von Kindern und Jugendlichen in Essen, die von Armut bedroht sind.
Nach einer aktuellen Studie der Bertelsmann Stiftung hat bundesweiten Daten zum SGB-II-Bezug unter den 18-Jährigen aufbereitet, mussten wir eben feststellen, wieder mal, dass jeder dritte junge Mensch unter 18 in Essen Leistungen der Grundsicherung bezieht. Und Sie wissen, meine Damen und Herren, auch das gehört an solchen Parteitag gesagt, das Zusammenwirken von Transferbezug, Bildungsbenachteiligung, Desintegration, eingeschränkte Teilhabe und gesundheitliche Beeinträchtigung gefährden den sozialen Frieden in unserer Stadt, in allen Städten. Daraus ergeben sich Aufgaben und Anstrengungen, die weit über die Kräfte der Kommunen, Städte und Gemeinden hinausgehen. Und deshalb brauchen wir gemeinsam mit Landespolitik und Bundespolitik klare Ziele mit klaren Vorstellungen, wie unsere Städte, wie unsere Länder in Zukunft aussehen sollen. Und deshalb bin ich sicher, dass auf diesem Bundesparteitag ein deutliches, starkes Zeichen ausgehen wird, wie wir uns als Christdemokraten die Zukunft unseres Landes vorstellen wollen. Mit einem klaren Bewusstsein, mit einem klaren Fundament an Werten, mit einer klaren Zukunftsgewandtheit wollen wir die anspruchsvollen Aufgaben, die vor uns liegen, meistern. Meine Damen und Herren, 2000 ging von hier ein wichtiges Signal aus. In einer Zeit des Umbruchs wurden zukunftsweisende Beschlüsse gefasst, wie sich unsere Partei den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts annehmen will. Wir als diejenigen, die Verantwortung in Politik tragen, stehen in einer Zeit des Umbruchs. Es gibt viel zu tun. Überall dort, wo wir hinschauen, ist Arbeit, Arbeit, die getan werden muss. Es gibt eben das, was getan werden muss, damit wir eine neue Grundlage haben für neues Wachstum, damit wir Deutschland nach vorne bringen können. Denn die Probleme, vor denen wir stehen, die sind ernst, sie sind real. Und lassen Sie mich ganz deutlich sagen, alle, die politisch Verantwortung tragen, schonen sich nicht. Sie stellen sich der Kritik, suchen die Diskussion, suchen den Austausch. Unsere Stärke gerade als Christdemokraten ist der Dreiklang zwischen Zuhören, Verstehen und Machen. Insofern wünsche ich Ihnen gute Beratung bei diesem Parteitag. Herzlich willkommen in Essen. Glück auf!